Hallo Tier- und Kochfreunde, mein Name ist Danny und ich habe mir gedacht, auch wenn das Video erst im Januar ausgestrahlt wird, zeige ich euch, was ich zu Weihnachten gekocht habe. Und zwar ist das eine Maronen-Rotwein-Pastete mit Makärkartoffeln und dazu gibt es ein leckeres Apfel-Feigen-Chutney. Bevor wir anfangen, noch vielen Dank an Heiner vom Kochs Vegan Channel für die tolle Idee und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch! Wir fangen mit dem Chutney an. Dazu nehmen wir erstmal 500 Gramm Äpfel und schälen die und schneiden die in kleine Würfel. So, geschält sind sie nun, also schneiden wir sie in kleine Würfel ohne Kerngehäuse. Dazu kommt noch ein Stück Ingwer, den wir zuerst schälen, und ebenfalls in kleine Würfelscheiben. Nun kommen noch ein paar Feigen. Da ich leider keine frischen Feigen mehr gefunden habe, habe ich ein paar getrocknete genommen und die dann ein paar Minuten im Wasser eingeweicht. Noch. So, das Ganze kommt nun in einen Topf. Mit ungefähr 75 Gramm Zucker und 50 Milliliter Apfelessig. Jetzt werden wir das einmal durchrühren und kurz aufkochen lassen. Nach dem Aufkochen lassen wir es dann ungefähr 15 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln. Nach den 15 Minuten sollte das Chutney eine leicht cremige Konsistenz haben. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen mit Mandeln verfeinern. Und dann ein wenig mit Salz abschmecken. Ein bisschen mit Orangensaft ablöschen, um ein bisschen die Süße herauszunehmen. So, jetzt ist das Chutney fertig. Wir nehmen es vom Herd und lassen es einfach abgedeckt stehen. Für die Makärkartoffeln brauchen wir erst einmal Pellkartoffeln gekochte. Sprich, ich koche nun zuerst ungefähr 500 Gramm Kartoffeln in leicht gesalzenem Wasser.
bis diese schön weich sind. Für die Kartoffeln brauchen wir weiterhin zwei große Zwiebeln, klein gehackt. Und Zwiebel Nummer 2. Und noch ein bisschen Schnittlauch. Ebenfalls klein gehackt und alles zusammen in eine Schüssel. Die Kartoffeln sind jetzt fertig gekocht. Ich habe sie gepellt und mit der Gabel ganz einfach ein bisschen zerdrückt, sodass ein schöner Stampf entsteht. Jetzt nehme ich meine vorhin geschnittenen Zwiebeln und den Schnittlauch und gebe die Kartoffeln da hier mit hinzu. Weiterhin kommt noch ein kleines Stück Margarine. Ein bisschen Muskatnuss. Und natürlich Salz und Pfeffer. Und dann durchmenge ich das Ganze. Ich empfehle euch, eine größere Schüssel zu nehmen als ich, damit der Teig am Ende noch ein bisschen mehr Bindung bekommt und man noch ein bisschen Speisestärke betreibt. Jetzt nehmen wir dann ein bisschen Alufolie, rollen die hier aus und platzieren den Teig hier in Form einer länglichen Wurst. Schlagen wir die Seiten um. Rühren wir die beiden Enden. Ich nehme noch eine zweite Rolle Alufolie. Und formen daraus jetzt eine schöne runde Wurst. Die Kartoffeln
Kartoffelmasse tue ich jetzt, bis die anderen Sachen fertig sind, erstmal noch in den Kühlschrank. Nach braten wir die sowieso nochmal an. Von daher ist es kein Problem, dass die jetzt kalt wird. Kommen wir nun zur Maronenpastete. Auch hier muss man erstmal ein bisschen klein schnippeln. Und zwar zwei Zwiebeln, ein paar Champignons, zwei Knoblauchzehen und ein paar Karotten. Gut, fangen wir an. Dazu kommen dann zwei Zehen Knoblauch, die ich ebenfalls in kleine Würfel schneide. Und gebe die einfach zu den Zwiebeln. Dann kommen die Pilze dran, die wir einfach in ein paar Scheiben schneiden. Und zu guter Letzt die Möhren, die wir in Stifte schneiden werden. Nun ist das Gemüse fertig geschnitten. Und jetzt kommen die Maronen dran. Ich habe jetzt schon vorgekochte Maronen gekauft. Ihr könnt natürlich auch frische Maronen nehmen, müsst die dann aber noch kochen und die Haut abziehen. Und das ist mir jetzt einfach zu aufwendig gewesen und deswegen die vorgekochten. Wir nehmen jetzt die Maronen und pürieren die kurz im Mixer. Das Ganze soll dann ungefähr so aussehen. So, jetzt nehmen wir uns eine Pfanne. Also jetzt ein bisschen Öl darin. Und braten zuerst die Zwiebeln und den Knoblauch an und lassen die ein bisschen glasig anschwitzen. Danach kommen das andere Gemüse, die Pilze und die Karotten. Das Ganze lassen wir so 2-3 Minuten vor sich hin ein bisschen weich werden. Das Ganze löschen wir dann mit einem guten Schuss veganem Rotwein ab. Also man kann so ein gutes Glas voll nehmen. Und lassen das Ganze ein paar Minuten köcheln, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Wenn ein Großteil der Flüssigkeit dann verdampft ist, kommen die pürierten Maronen dazu. Und wieder für die Bindung ein paar Semmelbrösel. Das Ganze schmeckt man dann wieder mit Salz und Pfeffer ab.
Maronenpastete kommt ja in einem Blätterteigmantel. Deswegen habe ich mir ein Backblech genommen mit Backpapier ausgelegt und lege zuerst eine untere Schicht Blätterteig aus. Nebeneinander sollten ausreichen. Und verteile nun die Maronenmasse auf den Blätterteig. Den Blätterteig hier noch ein bisschen ein. Und lege jetzt hier nochmal drei Scheiben darüber. Verbinde hier so ein bisschen die Ränder miteinander, dass es nicht ausläuft. Das Ganze steche ich jetzt noch ein paar Mal mit einer Gabel ein, damit die heiße Luft entweichen kann. Und wer möchte, kann hier gerne mit dem Messer noch ein paar Schnitte machen, um das Ganze dann zu verzieren. So sieht das Ganze dann aus und zu guter Letzt wird das Ganze noch ein bisschen mit Sojamilch bestrichen. Das Ganze kommt dann bei 230 Grad in den Ofen und nach etwa 10 Minuten stelle ich die Temperatur ein bisschen nach unten und dann lassen wir es noch ein bisschen länger backen. So, nach 10 Minuten auf 230 Grad stelle ich die Temperatur ein bisschen herunter auf ungefähr 200 Grad und lasse das Ganze nochmal so 20-25 Minuten backen, bis der Blätterteig schön goldbraun ist. So, während die Pastete noch die letzten Minuten im Backofen ist, habe ich schon mal ein bisschen sauber gemacht hier und wir müssen jetzt natürlich noch unsere Markierkartoffeln fertig abschließen. Dazu habe ich die Masse, die wir vorhin im Kühlschrank ruhen lassen haben, herausgenommen und packe die mal hier vorsichtig aus. Und jetzt schneiden wir die Masse einfach in kleine, ungefähr 1-2 cm dicke Scheiben. So, jetzt nehmen wir wieder eine Pfanne, heizen etwas Öl und braten unsere geschnittenen Kartoffelscheiben einfach ein paar Minuten von jeder Seite gold, gelb, goldbraun von beiden Seiten an.
So, die braten jetzt von beiden Seiten ein bisschen an. In der Zwischenzeit habe ich unser Chat noch mal ein bisschen erhitzt. Und gleich ist auch der Maronbraten fertig und dann kann serviert werden. So, nach ein paar Minuten wende ich das Ganze und brate es nochmal von der anderen Seite an. So, die Rotweinpastete im Blätterteig ist fertig. Schon fast ein bisschen braun rum geworden. Ich schneide die jetzt auf und da die Kartoffeln, die Markierkartoffeln jetzt auch schon gut von beiden Seiten braun sind, können wir servieren. Das Ganze ist nun fertig und jetzt lasse ich es mir schmecken. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die Fragen einfach in den Kommentaren. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über jeden Daumen hoch. Ja, das war Danny mit dem Kochvideo zu der Rotwein-Maronen-Pastete im Blätterteigmantel, dazu Markierkartoffeln mit einem Apfel-Feigenschatten. Guten Appetit!